Welche Arten von Sponsoring kann man unterscheiden? Nun, ich habe es schon mal in einem anderen Video kurz angedeutet. Da habe ich aber nur drei genannt. Jetzt nenne ich alle vier. Also es gibt Sport. Punkt, Punkt, Punkt. Da steht immer Punkt, 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 steht jetzt immer für Sponsoring. Also Sport, Sponsoring. Hier gibt es wieder zwei Varianten, nämlich Spitzensport. Ja, sie sorgen also dafür, dass ein Spitzensportler mit ihrem Logo rumläuft, oder Breitensport. Ja, Breitensport, das ist sowas wie Volksmarathon. Da sorgen sie dafür, dass beim Zieleinlauf, da wo dann groß Ziel steht, links und rechts ihr Logo steht. Ja, das ist Breitensport-Sponsoring. Ist natürlich nur ein Beispiel hier mit dem Logo. Ne? Sport-Sponsoring. Dann Öko. Punkt, Punkt, Punkt. Öko-Sponsoring. Sie sponsern also die Wiederaufforstung des Regenwaldes oder sowas. Sozio-Sponsoring. Sie sponsern Hilfsorganisationen und Kultursponsoring. Auch hier gibt es natürlich wieder diverse Möglichkeiten. Sie können Popkonzerte, Rockkonzerte mitfinanzieren und dann wird dann Ihr Firmenname erwähnt oder steht dann irgendwo. Sie können aber auch, was weiß ich, die Wagner-Festspiele in Bayreuth sponsern. Ja, Pop, Rock, Klassik, Musicals, was immer. Hier gibt es also wieder diverse Möglichkeiten. Man muss immer schauen, was passt zum Unternehmen. Und eines muss auch klar sein: Sponsoring ist eine langfristige Maßnahme. Ja, das ist nicht etwas, was kurzfristig Umsatz bringt, sondern es ist eine langfristige Maßnahme und ist eine Maßnahme für Großunternehmen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.